Ja, ich werde jetzt hier auch nicht so viel kommentieren, aber wie gesagt, die hornblättrige Armleuchteralge, die wächst hier in diesem Jahr fast bis unter die Wasseroberfläche, also in jedem Jahr so, aber sie scheint nicht von langer Lebensdauer zu sein. Und da sind schon Friedfische wie Rotaugen, also Plötzen, Güster und ab und an schwimmt auch ein kleiner Hecht dazwischen. Ja, die Rotfedern oder Plötzen oder Güstern, die versuchen ständig meinen Blicken zu entweichen. Also die schwimmen immer um mich herum und sind mir immer im Nacken. Und wenn ich mich drehe, dann versuchen sie sofort auf die andere Seite zu kommen. Im Gegensatz zu dem Hecht, der hier in den Zweigen steht, der fühlt sich natürlich hier recht sicher. Und ist er ja auch. Diese Aufnahmen sind natürlich nicht an einem Tag entstanden, aber die Stelle wird von mir ständig aufgesucht und hier sind auch immer, also äußerst selten, dass hier kein Hecht ist und keine anderen Fische. Das sind immer so umgestürzte Bäume. Wenn die anfangen zu verrotten, da sind viele Insektenlarven und viel Fischfutter hält sich da auf und natürlich dann auch Friedfische und der Jäger, der da auch profitiert von. Und das ist eine umgestürzte Birke und die liegt schon ein paar Jahre drin hier. Da kann ich immer ständig schöne Aufnahmen machen. In diesem Jahr scheint aber das Wasser etwas, naja, trüber zu sein. Also die Sichtweiten sind nicht so wie in den ersten Jahren. Kann ich aber nicht sagen, woran das liegt. Aber hier an den Stellen mit der hornblättrigen Armleuchteralge sind unheimlich viele Fische. Also unheimlich im Verhältnis, Sie sehen. Und da ist auch wieder immer dieses Verhalten zu beobachten. Kopfunter stehen sie oder steht einer und manchmal wie in einem Ballett im Kreis stehen andere Fische herum. Also das habe ich oft beobachtet. Und auch der Hecht, der steht auch kopfunter, wie nachher zu sehen wird, zu sehen sein wird. Und die Pflanze scheint keine lange Lebensdauer zu haben. Zumindest an dieser Stelle hier. Kommt gleich ein Bild. Etwa nach 14 Tagen
waren die fast alle weg, alle flach, irgendwie abgestorben oder da kann ich nichts zu sagen. Ja, da, so sahen die etwa 14 Tage später aus. Und hier ist spiegelndes Laichkraut. Da hält sich auch meist ein Hecht immer auf. Naja, ich habe immer so, da ich ja schon jahrelang immer dieselben Stellen aufsuche, weiß ich schon, wo Hechte zu finden sind. Manche Jahre mehr, manche Jahre sind es weniger. Ja, die letzten Aufnahmen sind alle hier an der verrottenden Birke entstanden. Hier habe ich immer Glück, Fische zu filmen. Aber wie gesagt, die Wasserqualität, wie man hier sieht, die hat zu diesem Zeitpunkt jedenfalls sehr zu wünschen übrig gelassen. Und hier steht auch dieser Hecht kopfunter. Schon interessantes Verhalten, aber konnte ich auch noch nicht viel drüber nachlesen. Aber weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Thank you.